Hallo und herzlich willkommen zurück, Papa auf der Two Rivers. Und quasi. Mein Name ist Papa Björn und wir spielen immer noch die Two Rivers. Ah, wie soll es denn anders sein? Die Version 1.3. Sobald da ein Update kommt, werde ich euch dann natürlich auch über meine Facebook-Page oder so updaten. Weil ich glaube, die bleibt jetzt auch so. Von daher, ich werde hier auf jeden Fall auch mal Hand anlegen. Ich brauche da nur jemand, der sich damit auskennt. Aber das sollte ja alles kein Problem werden. So, und zwar Two Rivers. Ich spiele sie ohne Soulmod. Da wollte ich euch eigentlich im letzten Part schon was fragen. Und zwar spielt ihr irgendeinen Map mit einem Soulmod? Oder ist euch der Soulmod einfach zu komplex? Oder wollt ihr bei einem Let's Player das vielleicht mal sehen, wie der Soulmod überhaupt funktioniert? Beziehungsweise, dass der halt mit Soulmod spielt, sprich realistisch. Wenn dieses der Fall sein sollte, könnt ihr das ja mal in die Kommentare tickern. Vielleicht setze ich mich dann mit ein paar Let's Playern zusammen und werde dann mal mit Soulmod spielen. Das sehe ich nicht. So. Also wie gesagt, den hier mache ich noch voll. Dann werde ich da mal wahrscheinlich ein bisschen Kalken fahren. Nehmen wir uns dann schön Agros dafür. Ja, dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich mache jetzt hier die Folge noch. Apropos, was spielt denn ihr für Maps, wenn ich mal so in die Runde fragen darf? Also hier in dem Let's Play würde ich es halt wirklich ohne Soulmod spielen. Falls bei euch die der Wunsch nach Soulmod-Spiel ist, kann ich da auch mal auf der Streaming-Map von mir, also entweder auf der Holzhausen oder ich bin da auch im Überlegen, eventuell die Map zu tauschen auf die Two Rivers. Weil ich streammäßig zum Beispiel gemerkt habe, dass die Two Rivers wahnsinnig gut ankommt. Ich werde jeden Tag gefragt, ob ich nicht mal Two Rivers spielen will. Also jeden Tag, wenn ich streame. Was so gut wie jeden Tag ist. Ja, ich streame halt momentan wieder wahnsinnig viel und wahnsinnig oft und Stream macht mir einfach wahnsinnig Laune, aber ich werde euch hier keine Streams hochladen oder naja, vielleicht mal so zwischendrin in diesem Projektchen mal ja ein Stream-Tagebuch oder so, da habe ich mir noch nicht genau überlegt, aber ich schneide ja meine Streams mittlerweile mit. Beziehungsweise was halt von Twitch aufzeichnen. Und diese Aufzeichnung kann ich ja dann einfach runterladen und kann die dann auch zum Beispiel schneiden. Da habe ich mir überlegt, die ein bisschen nachvertonen, weil ich lasse halt viel Musik im Streamen zum Beispiel laufen.
Oder ich mache halt mal eine Viertelstunde dann aus dem Stream, wie weit sind wir gekommen, was haben wir gemacht, mal ein bisschen zeigen. Und da ich das dann um die volle Stunde oder so mache. Oder so, oder so, oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe wahnsinnig viele Ideen. Ich weiß nur gerade nicht, was kann ich umsetzen, was kann ich. Was wird von euch auch vielleicht gewünscht? Was wollt ihr vielleicht auch sehen? Nein, das sind halt so Sachen, da mache ich mir halt echt Gedanken drum. Was wollt ihr sehen? Soll ich mehr reden? Soll ich weniger reden? Ja, soll ich vielleicht auch einfach mal jetzt die ersten zwei Folgen von heute ein bisschen die Fresse halten zwischendurch? Einfach mal arbeiten und mal ein bisschen ruhig sein? Oder soll ich einfach, ja, das, was im Kopf ist, einfach reden? Dann wird es für euch wirklich kompliziert, bei mir mitzukommen, weil selbst ich verstehe meine Gedanken manchmal nicht. Ja, auf jeden Fall werde ich gleich mal nachgucken. Warum steht denn da jetzt wieder nicht Koban dabei? Habe ich wieder irgendwas umgestellt? Egal. Ah. Ja, wenn er dreht, dann steht Groban nicht dabei. Okay. Ich und diese Ecke. Aber ich lerne das auch nicht. Ich glaube, wir machen mal dieses Ecken. Ja. Muss ich halt 100 Folgen durchgucken. Gott, was für ein zig Stunden Videomaterial. Wo dann da mit Ecke ist. Hat. Nicht wirklich. Jetzt erstmal einmal Trigger schnappen. Und Gewicht dran. Ich habe überlegen, eventuell den Schneidwerksfahren. Bei dem brauche ich ihn definitiv nicht. Und beim nächsten werde ich dann Schneidwerkswagen mitnehmen müssen. Dann gehen wir da mal etwas Kalk fahren.
Ja, jetzt sind wir erstmal Kalk am Fahren. Und wenn ich die Bahn gezogen habe, vielleicht noch die nächste, dann werde ich mal schauen, dass ich vielleicht schon die Seemaschine einschalte. Auf jeden Fall So, auf jeden Fall sind wir hier jetzt am Anlehnen dann gleich. So. Den hier bei. Vielleicht mit Blitz Blitz funktioniert. Cosplay findet dieses Feld nicht. Doof. Entschuldigung für das laute Ablegen meines Controllers. So. Traktor-Auto. Traktor. Ich jetzt den Autotraktor ausmache. So, hier wird jetzt gegrubbert. Beziehungsweise gegrubbert, gesät. Und gleich noch Stroh geborgen. So, wie sieht's denn da aus? So, geht doch. Gott, Gott. Ja, mal gucken, vielleicht gleich mir noch, keine Ahnung, 100.000 oder so. Weil wir dürfen was beim Equipment da haben. Wenn ich jetzt mal so überschlage, 40.000 Trecker, 20.000 Presse, Frontlader, fehlt noch die Beingabe und der Hänger. Boah, da würde ich dann erstmal den kleineren Hänger nehmen, den Tandem oder halt den Drehschirme. Wird er dann den großen Drehschirme berufen. Mal gucken.
Aber da ist ja das noch nicht alle spruchreif. So, da hinten hoch. Hier auf dem Stügel. Allrad und Differential, weil da ist ziemlich steil. Da bleiben wir ansonsten ziemlich stehen und das wollen wir ja nicht. Und irgendwie, ja. Der Meinung, auf der ersten oder auf der zweiten Two Rivers waren aber auch mehr Staatsfahrzeuge. Aber egal. Jetzt zwei Schwaden zu liegen. Ich nur gucken, wo ich aufgehört habe vorhin. Boah. So. Haben wir jetzt aber genau 30% rausgefahren. Durch unser Dümmel. Tüchtige Dümmels. So, dann da. Dann war halt worden. Und fahren hier noch eine Runde Stroh. Oh, da wird man froh. So, aber bevor wir hier jetzt quasi noch länger machen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen und Abo nicht vergessen. Wenn es euch nicht gefallen hat, einfach kurz in die Kommentare oder so. Oder falls ihr Wünsche habt, Kommentarfunktion. Für die Hater unter euch ist das.
Ja, würde ich mal sagen, ich spiele da in diesem Theater so quasi. Und ja, ich freue mich drauf, wenn ihr wieder einschaltet. Und dann sage ich mal bis morgen und ja, bis morgen. Tschüss. Thank you.